Guten Morgen und ein freundliches Hallo bei einer neuen Runde The Forest. Auch ein Hallöchen von mir. Gut, verlassen wir unsere sinkende Yacht. Hoffentlich nicht sinken. Ist doch so ein schöner Zufluchtsort. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt, wie es nun mal so unvermeidbar ist in diesem Spiel. Und dann sind wir doch eigentlich hauptsächlich hierher gelaufen, haben hier genächtigt, unsere erste Feindbegegnung gemeistert. Ja, und dann haben wir die Yacht erkundet, ne? Mit Kassette und Co. Ja. Das würde ich auch so sehen. Und ja, wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Bauplatz, ne? Ja, ich habe mich nur kurz von der Schildkröte ablenken lassen. Oh, und von dem Vögelchen. Oh, Vögelchen. Du hast schon so ein... Oh, wie denn? Ja, was wolltest du sagen? Du hast schon... Oh, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich den Möwenkopf aufgesammelt. Du hast schon einen Schildkrötenpanzer? Nein, das würde ich jetzt auch, bevor wir dann landeinwärts aufbrechen, noch gerne irgendwie beschaffen. Apropos aufbrechen, ich habe mal noch schnell den Laptop zerlegt, der am Strand rumliegt. Ah, schlau. Ja, schade, dass die Schildkröte hier festgebackt ist. Zwei Stück. Drei oh Stück. Je. Die Ärmsten. Das tut mir ja fast ein bisschen leid, ne? Na, eigentlich rettet es ihnen das Leben. Gut, du hast schon so eine ungefähre Vorstellung davon. Kannst du sie... Achso, du kannst sie nicht angreifen, weil sie festgebackt sind, oder? Korrektamente. Man kann sich doch aus sie rausstellen, guck, so wie ich. Und zack. Okay, das war schlau. Jetzt musst du nur herkommen und den Panzer holen. Ach, hast du schon einen? Ja. Ah. Ah ja, ich habe ihn gut gemacht, danke. Ja, ach, ich war so eine Eingebung. Oh, da holt er die Möwe aus der Luft. Hast du es gesehen, ja? Ja, ich habe dich beobachtet. Er meint, ich komme an die Federn dran. Weißt du, da springen sie wie die Irren den Federn hinterher. Gut, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg, weil Hunger, Durst plagt mich nämlich noch nicht so arg, aber... Da ist sie so federngeil, ich glaub's gar nicht. Selber. So, Junge, komm. Ah, ich dachte, du rennst noch der Feder hinterher. Ich dachte, ich guck erst mal, was du machst. Okay, gut. Alter Spanner. Da habe ich voll die Möwe aus der Luft gecatcht, ja, wie cool. Damit hat sie wohl auch nicht gerechnet. Hm? Nee, es hat ein bisschen was von Baseball, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob die Möwe mit dir Baseball spielen wollte. Ich glaube es irgendwie nicht. Ja doch, sie wollte mitspielen, aber sie wollte nicht der Ball sein wahrscheinlich. Hm, kann auch sein. Eigentlich verhalten wir uns wie die Kannibalen, wa? Wenn ich mir das gerade so durch den Kopf gehen lasse. Wieso wie Kannibalen? Wir essen uns ja nicht gegenseitig. Oder sind Koffer. Oder wie wilde. Oh, rote Beeren esse ich lieber nicht. Rot ist immer eine Signalfarbe. Hier sind ganz viele, drei, habe ich gesehen. Wir können ja uns, kann man sich eigentlich auch im Busch verstecken, oder? Ja gut, jetzt wissen sie ja, dass wir hinter dem Stein stehen, insofern. Nein, die sind doof, das wissen sie nicht. Naja. Okay. Ja gut, greif ihn halt an. Hat er gerade gelacht? Weiß nicht, ja, die lachen immer, gell? Bisschen wie der also Joker, oder? Kriegt aufs Maul und lacht. So, und das... Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, da hinten ist noch eine. Aha. Wenn wir uns vielleicht langsam davon bewegen, vielleicht verfolgen sie uns nicht. Ich glaube schon. Ja, da hau ich mir doch glatt noch einen Riegel rein. Oh! Penner.
Seinen blöden Stock. Ist er schon tot? Ja. Ja. Ich habe wieder keinen Zahn gekriegt. Ich bin immer zu langsam. Ich habe diesmal gar keinen Fliegen sehen. Oh, ich hau mir mal ein paar Schmerzmittel rein. Weil da waren welche übrig. Oh, ich könnte mich umziehen. Wie sehe ich denn jetzt aus? Du hast eine blaue Jeans und... Nee, eine Tarnhose und ein graues Shirt hast du an. Oh, nee, dann... Nein, man kann nicht wieder zurücktauschen. Ich wollte doch mein cooles T-Shirt behalten. Doch, doch, das ist doch in deinem Inventar. Ah. Rechts unten. Outfits. Graue T-Shirt. Okay. Ich gehe mir mal das Blut abwaschen. Oh, da ist noch ein Koffer im Wasser. Ah, ja, ich habe ihn. Den gelben habe ich hier gerade aus Versehen noch tiefer rein. Kriege ich den wieder raus. Also, ich schnapp mir noch eine schnelle Stoff aus den Köfferlin. Ja, den lassen wir jetzt da liegen, oder? Oh, man kann hier draus trinken. Was? Ja. Das mache ich. Oh, hast du mich gerade erschreckt? Ich habe gedacht, wir werden schon wieder angegriffen. Ich glaube aber, daraus trinken war irgendwie nicht so gut. Wieso? Hat's bei dir auch irgendwie so ein Nö. Okay. Vielleicht hast du eine Wasserallergie. könnte sein, ja. Mir ist gerade nichts Blöderes eingefallen. Och Mann, ich habe aus Versehen den Koffer hier reingekickt und ich kriege ihn nicht mehr raus. Lass ihn doch, komm, wir suchen uns lieber was, damit wir hier beim nächsten Angriff ein bisschen vorbereitet sind. Na gut. Du hast eine ungefähre Vorstellung, wo du hin magst? Ja, so grob, aber... Oh. Okay, ja, ich folge dir mal einfach blind. Finde ich gut. Oh, du hast blau kariertes Hemd an. Das gefällt's hat so ein bisschen, dir? Ja, so ein bisschen Holzfäller-like. Ja, man muss ja auch in diesem Spiel viele Bäume fällen. Man ist ja ein kleiner Holzfäller. Ja, wenn ich jetzt eine Map hätte, ne? Oh, ein Reh. Sorry, aber da schieße ich kurz drauf. Oh. Mhm. Nein, bleib doch stehen. Ich wollte dich doch nur streicheln. Mit dem Hat Bogen. Hat gut geklappt. Ah, den Topf, hast du deinen Topf schon aufgefüllt eigentlich? Ach. Ja. Eben gerade. Danke. Guter Hinweis. Ja. Habe ich eigentlich schon Knochen? Ja, habe ich. Ich könnte doch auch meinen Speer mal verbessern, oder? Gute das Idee. Was brauche ich dafür? Das. Sehr gut. Oh, beweg dich nicht. Oh, ich habe gesagt, beweg dich nicht. Entschuldigung. Das ist genauso. Wahrscheinlich war das der gleiche Effekt wie guck jetzt nicht hin, aber... Da ist ein Reh, ne? Okay. Na, jetzt gucken wir erstmal nach dem Lager. Und dann. Wollte ich gerade sagen. Rehe kriegen wir wahrscheinlich noch zuhauf. Da links ist ein See. So ein bisschen freie Fläche wäre halt gut. Da muss ein bisschen Platz haben. Oh. Ich glaube, wir werden sowieso ein paar mehr Hütchen bauen. Oh, den See kenne ich. Hier waren wir schon mal. In einem anderen Spiel. Ja, richtig. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich will aber lieber... Du hast gesagt, du folgst mir blind, ne? Ja. Dann komm mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier noch weiß, was ich tue, aber... Oh, hier sind blaue Beeren. Hau mir mal gerade welche rein. Ach, ist eine Idee, mache ich mit. Die lecker Heidelbeeren.
Ja, dann hat man wenigstens nicht gleich wieder Hunger. Kann man ein bisschen überbrücken. Oh, da liegen Koffer. Oh, und ein Zeltlager. Guck mal. Ja. Warst du das? Ja. Ach. Mann. Entschuldigung. Oh, ich kann aber auch schon groß nichts mehr tragen. Oh, ich habe aus Versehen den Stuhl umgekehrt. Hoppla. Oh, da liegt einer tot. Das tut mir sehr leid für ihn. Oh, ich habe Dings gefunden. Hier diese Fackeln. Oh ja, ich auch. Cool. Sehr gut. Oh, und Pfeile. Noch okay, ein Klebeband. Ne? Ist ja Heaven hier. Hier gäbe es auch einen Topf, aber den brauchen wir gerade nicht. Ne? Oh, noch mehr Pfeile. Also die gelben Köfferchen sind gut. Also nicht diese Reisekoffer, sondern diese, ich weiß nicht, Materialkoffer oder was das sein sollen. Da sind nämlich Pfeile drin. Okay. Willst du auch noch welche aufmachen, weil hier sind noch welche? Ja, alles gut, ich mache hier auch auf. Also. Ja gut, ich weiß noch nicht, kriegst du dann aus den gelben Koffern auch? Ah ja. Stimmt, kriegt ja jeder dann, ne? Jeder die Inhalte, meine ich. Ey, Nekro. Hm? Hast du mit dem Ball auf mich geworfen? Nein, ich habe ihn dir zugeworfen. Was denkst du denn von mir? Das Richtige. Cool, cool, cool. Chaka. Schlaraffia hier. Aber übel, ne? Oh, hier ist auch noch so ein Cover. Da sind auch noch ein paar Pfeile drin. Gut, okay. Ich würde sagen, unsere Pfeilmenge konnten wir jetzt deutlich erhöhen. Sehr gut. Prima, prima. So, da ist noch Geld, das nehme ich noch mit. Ja, sag mal, wollen wir nicht einfach hier irgendwo? Bei den Leichen? Na, ein bisschen weiter weg. Hier war doch gerade auch, guck mal, hier ist so ein Tümpel. Da könnten wir Wasser rausholen. Ich hier sind Rehe. Ja, wir müssen halt schon ein bisschen eine Fläche frei schlagen. Naja, und du weißt ja, die Hochsitze an dem See, ja komm, gar nicht lange schnacken. Axt auspacken. Ja, ich meine, zur Not können wir nochmal umziehen. Ja, man baut ja eh mehrere kleine Lager, hatten wir ja eh angedacht. So als, wenn man eine Rundreise macht. Boah, jetzt rennt das Reh mit meinem Pfeil davon. Was soll denn das? Sorry. Weißt du, da habe ich mich schon gefreut, dass ich ihm einen Kopfschuss verpasst habe und dann rennt es trotzdem weg. Was ist denn das für ein krasses Tier? Muss da mal kurz hinterher. Ich schlage ein bisschen Freifläche. Frei, sozusagen. Ich schaffe ein bisschen Freifläche, so. Ach, bleib doch mal stehend hier. Danke. Das habe ich mir verdient. Das Gute ist, hier sind ja auch diese Blaubeerbüsche. Natürlich auch praktisch. Mhm. Oh, hier ist gerade ein Reh vor meiner Nase gespawnt, ey. Kann man eigentlich auch die Baumstümpfe wegmachen? Ich meine, das ging. Ja,
Ja, wäre ja sonst für die Freifläche ein bisschen doof, ne, wenn da überall Baumstümpfe sind. Ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, aber konnte man den nicht auch irgendwie wegmachen? Ja. Ja? Ah, sehr gut. Einfach drauf einhacken, oder? Genau. Ah ja, cool. Stimmt, Rehe spawnen hier recht viele. Schon wieder eins gespawnt. Das ist sehr gut. Ja, und Vögel fliegen hier auch massig rum. Ich glaube, der Platz ist nicht schlecht. Ist zwar ein bisschen scary so mitten im Wald, aber ich meine, wir werden halt noch sehen, wie viele hier vorbeikommen. Ob das mitten im Laufweg ist. Ich bin auch sehr gespannt. Bisschen Platz schaffen. So, soll ich mal hier so ein Blueprint setzen? Ja, welche Größe wollen wir denn überhaupt? Also, ich finde, es reicht ja eigentlich, wenn man da halt sich mal rein verkriechen kann, weil so diese Sachen wie Trockenstand und so, Trockenständer, das kann man ja auch draußen hinstellen, theoretisch, und dann mal irgendwann einen Zaun drumherum bauen. Ja, weil sonst hätte ich vorgeschlagen, es gibt doch diese kleine Holzhütte, oder? Vielleicht setzen wir erstmal so eine. Es gibt eine kleine Blockhütte, ja. Ja, vielleicht setzen wir erstmal so eine rein, so als, dann hat man ein bisschen Zeit, weißt du? Die ist aber schon echt klein, muss ich sagen. Da passt man gerade mal so zu zweit rein. Guck sie dir mal an. Warte mal kurz, B. Wo ist denn die genau? Ja, hier. Da steht ein Reh direkt neben dir. Stand. Ja gut, aber wenn jeder eine macht, wir können auch davon zwei machen und dann auch ein bisschen höher vielleicht. Nur, dass man mal zumindest so ein, weißt du? Wieso denn höher? Ja, wieso nicht? Ich finde das, also muss ja nicht, aber kann. Okay, ich setze jetzt mal eine. Aber nicht, warte, wo willst denn du die hinsetzen? Weil lieber auf die Seite, wo ich stehe, weil auf der anderen Seite habe ich schon Freifläche dann für das richtige Haus gemacht. Weißt du, dass man lieber auf der... Oh, eigentlich, naja gut, eigentlich ist egal, wie rum, aber... Ja, wie du... Ach, mach einfach irgendwo hin. Komm. Was soll das hier? Ah ja, ich plane hier und eigentlich ist es völlig wunderbar. Wobei, hier wäre es besser, weil da, wo du bist, auf der Seite, kannst du das noch abbrechen? Ja. Weil da, wo du bist, sind keine Steine. Und die Steine kriegen wir ja nicht weg, ne? Nee, glaube ich nicht, dass wir die wegkriegen. Ja, dann wären natürlich hier die Blockhütten so als Übergang besser. Weil sonst haben wir auf der Seite dann mit dem Blueprint wahrscheinlich fürs richtige Häusle ein bisschen mehr Probleme. Hier okay? Ja, ich warte mal. Ich fälle gerade einen Baum. Ja, ja. Das ist doch super. Gut. Hä? Jetzt sehe ich hier das Baum in Baum, oder wie? Ah, ja. Bin mal gespannt, ob wir wieder Besuch kriegen heute Nacht. Hä, wie gehen denn die Baumstämme weg? Du musst von oben drauf hauen. Oh Gott. Ah, da muss man ja ewig drauf klopfen. Okay, gut. Ich hab mich gerade gewundert, sag mal. Ja, er braucht ein bisschen länger. So.
Ja, cool. Oh, das freut mich aber, dass wir jetzt schon mal die Grundlagen jetzt schaffen. Oh, brauchst du eine große Blockhütte? Okay. Also Ach die so. kleine, die ich gesetzt habe, ist schon fertig? Ah, das ist so ein Mini-Ding. Ah ja, okay. Ja. Das, ich hab's gar nicht drauf geachtet. Aber okay. Ich habe die extra auch einen Tick höher gemacht, dann kommt man nämlich über den Stein da drauf. Quasi. Hoffe ich zumindest. Also so mal der Plan. Oh, ein Waschbär. Cool. Ach, man kann ja da drin speichern, ohne ein Bett zu bauen. Na gut, wie willst du denn da auch ein Bett reinbauen? Ja, aber wusstest du, dass man einfach so in der Blockhütte speichern kann und schlafen auch auf dem Boden wahrscheinlich? Gut, in dem Unterstand kannst du ja auch speichern, ne? In diesem klassischen Unterstand. Okay. Wobei, man kann die Tür irgendwie nicht abschließen. Ist ja auch interessant. Kann man das nicht eigentlich? Kann sein, ja. Ich bin mir nicht sicher. Na, jetzt helfe ich dir erstmal weiter. Ja, ich muss sagen, sobald es Nacht wird, ist es schon deutlich gruseliger, das Spiel. Ich finde, so tagsüber denkt man, oh ja, bisschen im Wald, Camping. So Aber ähnlich. nachts. Ach, ich will diesen Schlitten haben, das nervt mich jetzt schon, die Rennerei. Naja, den kannst du doch auch schon bauen, oder? Glaube ich. Ja. War das jetzt ein Om oder? Nee, es war so ein Nachdenken. Ah. Jetzt habe ich aus Versehen Ja. den Baumstämme hochgenommen. Ich habe uns mal ein Lagerfeuer gemacht. Sehr gut. Dann finden die Eingeborenen uns leichter. Richtig. Ich habe auch mal ein bisschen was zu essen. Koche ich gerade. Ui, ein Schlitter. Juhu! Ist das da schon fertig? Nee. Vor allem voll Krach nachts im Wald, weißt du? Das ist auch übel. Ja, aber ich würde sagen, unser Ferienlager wird langsam, ne? Kann man bald ein paar Leute einladen. Wobei ich mag die Leute hier nicht. Ich finde die Eingeborenen sind hier sehr unfreundlich. Ja, aber das würde ich jetzt nicht auf alle münzen. Bisher nur diese Irren. Diese Irren, die sind wirklich unfreundlich. Ich glaube, das sind ja auch die richtigen Kannibalen oder sind hier per se alle Kannibalen? Nee. Ich würde sagen, nein. Da sieht man mal, wie gut wie sattelfest wir in dem Spiel sind. Wahnsinn. Oh, ich muss mir mal. Darf ich das Fleisch essen da drin? Ja, eins darfst du essen oder zwei. Danke. Oh, dein Topf ist runtergefallen.
Ja, geil. Du hast jetzt nicht nur gegessen alles, sondern auch getrunken. Ich habe ja auch noch einen Topf. Dann nimm mal deinen runter, ich stell drauf. Toll, ich verhungere gerade. Sorry. Ja, wie stelle ich den Topf nochmal drauf? Ja. So, und dann schmeiße ich da. Oh. Da höre ich einen keuchen, du auch? Mhm. Oh, da steht auch einer. Wo? Oh. Oh, so einer. Oh, mit Keule. Ja gut, aber solange wir ihn nicht ärgern, glaube ich, ärgert er uns auch nicht. Hast du was zu essen reingemacht? Ja. Ja. Ist doch noch gar nicht fertig. Oh, ich finde, das sieht so gruselig, wie die Bäume hochklettern. So gruselig aus, Entschuldigung, hat ein Wort gefehlt. Ah, jetzt? Ach, da ist noch einer. Achtung, nicht erschrecken. Oh, pass auf, der steht da. Ja, ja, aber noch. Oh, da hinten sind auch die Irren. Oh Gott, sind das viele. Kann man in deine Hütte reingehen? Ja, aber ich glaube ja, dass sie... Ja, komm, lass uns mal reingehen, weil okay, dann können nicht alle aufs Mal kommen. Soll ich mal speichern? Oder jetzt gerade nicht? Die schlagen auch. Au, die schlagen mich auch durch das Dings, ne? Ich bin gleich tot übrigens. Hast du hier eine schon gespeichert gehabt? Nee, soll ich? Nee, ja, ich bin jetzt fast tot. Das wäre jetzt eine blöde Idee. Okay. Ach, die freuen sich, ja? Verstehe nur nicht, warum. Achtung. Sie verlieren doch Zähne, wenn man mit dem Speer... Ja, hab's auch gerade gesehen. Oh, leck, bin ich gerade am Arsch. Also ich habe nur noch einen ganz minimalen Streifen an Lebensenergie. Ja, die dachten, wir sind leichte Beute, hä? Pass auf. Hat einen Stock. Der will mich mit Stock schlagen. Echt jetzt? Du unterentwickelter, eingeborener Du. Stirb! Stirb! So viel zum Thema, mal gucken, wie viel Besuch hier vorbeikommt, ne? Mhm. Viel Besuch ist die Antwort. Oh, diese Schnauferei ist echt eklig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag's da. Das jetzt, warum ich höher bauen wollte. Da stehen wir mit unserem Feuerzeug, weißt du? Ich höre aber immer noch einen schnaufen, oder? Mhm. Und lachen, wie so ein Depp. Bist du rausgegangen?
Ja, ich wollte mal gucken. Da ist einer auf jeden Fall. Oh, hier. Hm. Da ist noch einer. Komm. Ich zeig dir, wie das funktioniert, mein Freund. Ich würde sagen, die Welle sind wir los, ne? Ja. Alter Scheiße, ey. Dein Topf ist noch Gut. Wollen wir die Leichen verbrennen? Mhm. Möchte ja hier ein ordentliches Zuhause, weißt du? So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben bestimmt nicht alle erwischt, sondern manche sind wieder weggerannt. Ja gut, wir haben erstmal genug erwischt, würde ich behaupten. Ne? Ja, ja, aber die, die entwischt sind, verraten ja jetzt, wo wir sind, ne? Ja gut, aber das passierte ja früher oder später so oder so, oder? Das stimmt. Deswegen ist er auch ein bisschen Tower Defense. Okay. Hat Spaß gemacht. Ja, auf eine ganz gewisse Art und Weise. Voll der Scheiterhaufen, der da brennt, hey. Übel. Echt übel. Weißt du, die können froh sein, dass wir sie nicht essen. Das würden die nämlich mit uns machen. Oh, hier gibt es einen ganzen Haufen Knochen, wenn du brauchst. Ja. Wow, krasser Scheiß, ey. Wir sind auch bei 31 Minuten, habe ich gerade gesehen. Was, schon? Mhm. Weißt du, wie es immer ist, ne? Das heißt, ich würde ja fast vorschlagen, wir switchen mal rüber, wa? Ach nee. Was meinst du mit nee? Wo denn rüber switchen? In die nächste Folge? Nein. Okay. Die Folge war so also, gewaltsam. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Dankeschön, steht uns bei. Ciao.